Wie so viele Veranstaltungen wurde auch das Weinfest in Falkenstein zweimal Opfer der Pandemie. In diesem Jahr erlebte die Traditionsveranstaltung eine Neuauflage und die wurde ein voller Erfolg. Mit Gyros ohne Knoblauch. Einmal, oder eine Wiesebrot ist auch ohne Knoblauch. Organisiert wurde das Fest vom Team des Teehauses HW Viehweg und weiteren Helfern wie zum Beispiel Lienemann Friseure Falkenstein. Wann wurde das Fest denn ins Leben gerufen? Das Weinfest gibt es mittlerweile seit 22 Jahren, eigentlich seit 24 Jahren, aber uns fehlen zwei Corona-Jahre. Und wir freuen uns riesig, dass wir dieses Jahr wieder durchstarten können und mit dem Weinfest Nummer 22 mit einer alten Tradition und mit einem ganz neuen Team hier vor Ort sein können. Erfunden hatte das Fest damals der Puzzleverein mit folgendem Ziel. Es war eine Erfindung gewesen, eigentlich vor 22 Jahren Wein und Kunst zusammenzubringen. Das war die erste Idee. Und daraus hat sich eine leichte Tradition entwickelt, die wir bis heute durchgeführt haben, weitergeführt haben. Wein und Kunst, das gehört für den Weinexperten zusammen. Ja, ich glaube, allein Wein trinken ist schon eine richtig gute Verbindung mit Kunst. Weil erstens Winzer sind Künstler, die malen mit ihren Farben der Trauben, die Rebsäfte zum Beispiel. Wein ist Kommunikation, Wein ist sich über Dinge, über Kunst zu unterhalten. Und Wein ist einfach was Schönes, was Kommunikatives, was Kreatives. Welche Weine sind denn in diesem Jahr besonders angesagt? Wir haben im Jahr 22, weil der Sommer so sehr, sehr heiß ist, das Thema jung und frisch, young and fresh in Englisch. Und das mögen die Leute. Das heißt junge, leichte Weißweine und schöne Sommerroséweine. Das ist eigentlich so etwas, was gefragt ist in dieser voranschreitenden Klimawandelzeit. Natürlich gehört auch Musik zu einem Weinfest. Absolut. Einen Kunstleiermann, sag ich mal, der hier kunstvoll seine Leier dreht. Und dann im weiteren Verlauf des Abends kommt eine Band aus der Region. Das war übrigens immer das Thema an den schönen Weinfestabenden, Musik aus der Region vorzustellen. Heute Abend sind sie Müllers da und ich denke, das wird ein toller Abend. Es beginnt ja jetzt schon kurz vor sechs, die Stimmung sich leicht zu heben. Davon konnten wir uns überzeugen. Trotz des manchmal bedrohlich wirkenden Himmels hatte sich der Straßenabschnitt schon gut gefüllt. Die letzten Sitzplätze waren bald vergeben und im Laufe des Abends wurde es dann immer voller. Grit Jansmüller hat uns diese Aufnahme geschickt und die spricht wohl für sich. Zurück zum späten Nachmittag. Hier sorgte der Leierkastenmann für den passenden musikalischen Rahmen. Natürlich kam auch er aus Falkenstein. Das ist eine Drehorgel. 20 Töne hat diese. Musikinstrument ist nur zum Abspielen von Notenrollen gedacht. Also ich mache nicht selbst Musik, das macht das Gerät. Wollen wir es mal loslassen? Na, aber immer. Freilich. Das passte doch hervorragend zu einem guten Tropfen. Es musste auch nicht zwangsläufig immer Wein sein. Manche mögen auch eher Prosecco. Eher Prosecco? Ja. Da steht mehr Bier auf dem Tisch als Wein. Wie kommt das denn? Weil wir Biertrinker sind. Oh nee. Natürlich wurde auch an die Biertrinker gedacht. Die Gründe für den Besuch des Festes waren unterschiedlich. Erstens mal die schöne Atmosphäre und außerdem wohnen wir hier gleich auf der Schlossstraße. Genau. Also eine Heimveranstaltung. Genau. Wir fallen aus der Türe raus und sind auf dem Weinfest. Ist doch schön. Es gibt ja schon ziemlich lange. Ja. Also es ist nicht das erste Mal, dass wir hier sind. Nein. Wir sind eigentlich jedes Mal, ne? Jedes Mal seitdem stattfindet. Ja. Leider Gottes die letzten zwei Jahre nicht. Ja. Aber jetzt geht's ja. Aber jetzt, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Na dann, das ist schön. Ja. Prost. Prost.
Schön, dass die Tradition nun in Federführung der Familie Jansmüller fortgeführt wird. Ja, wir haben das jetzt übernommen seit diesem Jahr. Ist jetzt unser erstes Weinfest. Wir waren natürlich aufgeregt. Ne? Was kann man besser machen? Also wir haben es genauso beibehalten, wie es immer war. Das Einzige, was dazugekommen ist, dass wir halt leckere Speisen noch mal angeboten haben und noch andere Getränke. Also wir beschränken uns nicht nur auf Wein, sondern wir haben das Ganze ein bisschen ausgebreitet und ja, verköstigen die Leute. Zum Beispiel Elsässer Schnecken, so ähnlich wie wie Flammkuchen. Dann haben wir Gyrospfanne mit Fladenbrot und Dip. Wie gebratene Semmel, ja. Bisschen was Regionales, bisschen was Ausgefallenes. Knoblauchbrot darf nicht fehlen, das ist immer lecker. Mit der Resonanz zufrieden? Also bis jetzt eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Wie gesagt, ist unser erstes Weinfest. Die Wolken sind leider ein bisschen am Himmel, aber die paar Tropfen machen uns nichts aus. Wir sind guter Dinge. Die dunklen Wolken, die ziehen jetzt langsam vorbei und ich denke, dann geht's los. Und da dachte sie absolut richtig. Wir fragten noch ein paar Gäste, wie es ihnen gefällt und die Antwort war jedes Mal die gleiche. Gut, sehr gut. Erste Mal bei so einer Veranstaltung? Das ja. Gibt's ja schon lange. Ja. Ja. Darf ich fragen, wo Sie herkommen? Aus Ellefeld. Aus Ellefeld, na gut. Fazit, eine gelungene Neuauflage einer schönen Traditionsveranstaltung.